Alle gut, ich würde dich mal ab, weil die Blaskapelle kommt. Was hat er gesagt? Blaskapelle. Die Blaskapelle kommt und dann, ah, das neue Album. Der telefoniert, kommt der telefoniert wahrscheinlich mit seiner Mutter. Ja. Es ist ja, halt einfach so, dass man hier keinerlei Privatsphäre... Du kannst sagen, was willst, man versteht dich nicht. Weil der so laut redet, gell? Ja. Es ist hier anwesend, auf jeden Fall zwei hast du mal auf zu telefonieren, wenn wir zwei uns unterhalten? Hallo. Das ich bin nicht bereit. Ich bin einfach nicht bereit für diese Band. Ohne Scheiß. Ich bin einfach... Ich denke mir den ganzen Tag... Ah, wird das entspannt, wenn endlich Probe ist, ne? Dass ich nicht so viel... Es ist einfach an der Zeit, finde ich, wenn man sich so in andere Sachen nicht so ganz mehr der Sachgewachse fühlt, dass man neue Wege bestreiten muss. Weißt du was? Ich glaube, wir machen jetzt einen neuen Job. Ja, was? Ich hab eine gute Idee. Ja, was für eine Idee? Ja, zeige ich dir. Komm, wir gehen mal hier rein. Wir sind schon wieder bei McDonald's. Ja, wir haben jetzt eine neue Sparte bei Freunden. Wir machen jetzt einen Foodblog. Foodblog? Ja, wir sind Influencer jetzt im Food-Bereich. Also nicht mit Fies, hat nichts mit Fies zu tun. Ist das nicht eine Durchfallkrankheit? Nee, Influenza ist eigentlich Grippe. Also, ich dachte, aber das ist ein englisches Wort, deswegen kann ich nicht verstehen. Also, wir beeinflussen die öffentliche Meinung mit unserer Meinung, indem wir das einfach auf YouTube veröffentlichen und sagen, hey, das müsst ihr mal probieren. In dem Fall geht es heute um Sachen, die man vielleicht lieber nicht probieren sollte. Wir sollten uns mal das Bild angucken und dann sollten wir uns mal das Ergebnis angucken. Also wir haben noch nichts dran gemacht. Ja, so wird das präsentiert. Also die Frau an der Kasse hat gesagt, es ist gut. Ja, es wird sich nicht so ganz gut verkaufen, aber Sie weiß nicht warum. Macht euch selber ein Bild. Oh. Ja. So. Meins sieht besser aus. Ja, deins ist auch mit Liebe gemacht. Guck mal, das drückst schon. Mit was? Mit Liebe. Deins ist mit Hass gemacht. Meins ist mit Hass gemacht. Es ist einfach mit Hass gekocht. Aber es schmeckt ganz gut. Ja, nach? Ja, nach. Was ist das für ein Geschmack? Also es tut so Fete im Mund ziehen, gell? Emmentaler. Du willst nicht. Maxander Emmentaler. Wir kriegen eine Anzeige von McDonald's, ich sag das. Ja, ich hoffe einen Endorsement-Vertrag. Ein Endorsement. Ich hoffe keinen Endorsement-Vertrag. So sehen wahre Beeinflüsse aus. Ja. Meine Damen und Herren. Foodlocker, das war doch so Geschäft, hat das dein Bruder mal geschafft? Samo, jetzt sind wir wieder ernstes Thema. Ernstes Thema. Warum, warum spielen wir eigentlich nicht bei unserer kürzesten Tour der Welt? Ne? In McDonald's. In McDonald's in Spanien. Das wär's doch. Wem gehört man McDonald's in Speyer? Wenn der sich melde wird und sage wird, Jungs, wenn ihr kommt, dann sorge ich für die Verpflegung. Ihr könnt essen, was ihr wollt. Wir würden spielen. Ja? Ich würde spielen. Montags dann? Montags hätten wir noch Zeit. Montags also, hätten wir noch Zeit. McDonald's Franchise Speyer. Ich weiß nicht, wie die GbR oder was das ist, GmbH ist. Aber wir montags hätten wir noch Zeit. Für freies Essen, komm mal. Für unsere Daheim-Tour. Ja. In Obrigheim, Lamsheim, Bobenheim-Bruxheim und Speyerheim. Ja. Nach Speyer gehen wir dann... Nein. Stimmt, nach Speyer gehen wir dann heim. Und wir machen extra Werbung für vielleicht Produkte, die nicht so ganz... Man weiß es nicht. Aber aus denen noch was werden kann. Ja, vielleicht. Ja, würden wir machen. Und, ne? Einfach Bescheid sage. Guten Appetit. Oh, wo ist die Kamera? Hier. Ja. Was ist das
das für ein Gerät? Das ist gut, gell? Das ist so Teufelszeug. Das sind zwei gut aussehende junge Männer. Ja, aber du kennst dich schon mit der Rasiere. Guck mal, wie du aussiehst. Du guckst dich gerade an. Also, ich dachte, das wärst du. Hast dich gewundert, gell? Dass sich das so echt anfühlt, als wenn ich dich selber kratze, gell? Das tut ja, du weißt, wenn man Tiere streichelt, Fell streichelt, ja, dann tut das Endorphine oder so Glückshormone ausschütten. Bei dir oder beim Tier? Ja, ich frage mich jetzt gerade, ob das beim Bart genauso ist. Also wenn ich jetzt so mache, ob das jetzt bei mir Glücksgefühle... Ja, mein Bart hat Glückshormone ausgeschüttet, Entschuldigung. Also das habe ich mal gelernt. Das habe ich mal gelernt. Bei deiner Ausbildung als Tierpfleger. Als Tierpfleger, ja.